Sie sind die aktuell erfolgreichste und gleichzeitig umstrittenste deutsch singende Rockband. Ihre Konzerte werden zu Massenspektakeln und ihre Fans liegen ihnen zu Füßen. Der sensationelle Einstieg ihres aktuellen Albums Gegengift auf Platz 2 der offiziellen Albumcharts, Headliner-Positionen auf den wichtigsten Festivals und ausverkaufte Konzerte sprechen eine ebenso klare Sprache wie ihre Liedtexte. Freiwild, das Phänomen. Es war das Jahr 2001. George Bush wurde Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bundeswehr begann mit der Grundausbildung der Frauen an der Waffe und Rammstein stürmte mit ihrem Album Mutter die Charts. Abseits dieses Geschehens entschlossen sich zwei Jungs aus Brixen, Südtirol, eine Deutschrockband zu gründen. Es sollte eine unglaubliche Erfolgsgeschichte werden, was zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keiner ahnte. Die Band Freiwild ist so entstanden, ich und Philipp haben uns ja noch schon eine Zeit lang gekannt. Jonas hat mich dann gefragt, ob ich da nicht Lust hätte, mit ihm eine Band zu machen. Ich kann mich noch genau erinnern, ich saß im Zug, als mich Philipp angerufen hat, ein paar Monate später, und mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, Schlagzeug zu spielen. Und ich sagte, na klar. Und so kam es dann dazu, dass wir halt die ersten Proben gemacht haben. Und irgendwann kam dann Zecker noch dazu und so war dann Freiwild die Band komplett. Nun konnte es endlich losgehen. Sofort nach ihrer Gründung begann die Band mit dem Schreiben eigener Songs. Doch die ersten Gehversuche gestalteten sich schwierig, da das musikalische Know-how der vier Südtiroler zum damaligen Zeitpunkt noch nicht sehr ausgereift war. Die ersten Songs von uns waren natürlich vom Niveau her ganz einfach gestrickt, sprich zwei, höchstens drei Akkorde. Und der erste Song, der hieß Europa. Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung veröffentlichten Freiwild ihr erstes Album namens Eines Tages. In Stücken wie Wochenendsparty oder Terror besingen sie ihren Alltag und schreiben sich ihren Frust von der Seele. Im Alter von 19, 20 bis, sage ich mal, 25 halt das letzten Endes die einzige Wochenendsbeschäftigung, die man halt hat in dem Alter, oder wir halt zumindest hatten. Ich meine, man hat die ganze Woche sich von seinem Chef oder Vorarbeiter erniedrigen lassen. Vielleicht ist es übertrieben, aber man hat halt letzten Endes den Arsch für alles gespielt auf der Baustelle. Mit den eigenen Liedern im Gepäck konnten nun endlich die ersten Konzerte der Band steigen. Doch bevor es soweit war, musste die Konzertlänge auf ein vernünftiges Maß hochgeschraubt werden. Das waren ja viel zu wenig Songs. Und dann hat man auch einige gecovert auf CD oder auf Album, sind nie erschienen. Und das war eigentlich ein Lückenfüller, weil wir ja mit neuen Songs kein anständiges Konzert machen konnten. Von da an wurde fast jede Möglichkeit der Präsentation genutzt. Egal, ob es eine Geburtstagsfete des Freundes oder ein kleiner Pub war. Freiwild rockten die Bühnen und erspielten sich auf diese Weise ziemlich schnell eine ansehnliche Fangemeinde. Die Entwicklung der Band, die ging natürlich für mich wahnsinnig schnell, da wir anfangs ja nur dachten, wir spielen ein paar Mal im Proberaum, proben ein bisschen rum und spielen höchstens mal ein paar Pubs. Das hat sich aber dann schnell geändert. Also rein musikalisch hat sich das entwickelt, wir können Gitarrenstimmen selber. Das konnten wir anfangs gar nicht. Ich kann mich noch erinnern an die erste Aufnahme, bei der der Tontechniker uns die Gitarren stimmen musste. Früher war gestohlen, früher war ein Kiffer, früher eine Pfeife in der Schule. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten arbeitete die Band weiterhin hart an ihrer musikalischen und textlichen Weiterentwicklung. Weil die Sachen hörst du, Text, sie besitzt grad. Ich denke, textlich hat sich ein bisschen was geändert, ist ein bisschen reifer geworden. Und was das ganze Umfeld von Freiwild betrifft, ist es auch ein bisschen professioneller geworden. Und letzten Endes ist es jetzt vom reinen Hobby zu uns ein Beruf geworden. Und das ist eigentlich so die größte Entwicklung, sage ich jetzt. Aber das alles zusammen hat es halt dann ausgemacht. Auch das Gitarrestimmen. Sind die Reut, deine Brüder entrissen? Schreit sie aus, lass es alle wissen. Von Anfang an spielt die Südtiroler Herkunft eine große Rolle im Schaffensprozess der Band.
So veröffentlichten sie 2003 auf ihrem Album »Wo die Sonne wieder lacht« den Song »Südtirol«. Ein Loblied auf ihre Heimat, das sich mittlerweile zum Dauerbrenner auf allen Konzerten entwickelt hat. Für mich bedeutet Südtirol sehr, sehr viel. Es ist ein wunderschönes Land. Es ist, wenn man länger auf Tour ist oder länger im Urlaub, ist immer wieder schön zurückzukommen. Berge sind schön, die Leute sind in Ordnung und ich glaube, jeder, der einmal in Südtirol war, wird das bestätigen und wer noch nicht da war, unbedingt besuchen. Südtirol ist das schönste Land, einfach ohne Zweifel. Wir haben natürlich als Minderheit in einem Staat wie Italien, als deutschsprachige Minderheit, ein bisschen noch mehr Bezug zu unseren Wurzeln und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es diese zu schützen gilt. Ganz einfach. Und nachdem dieses Thema eine große Rolle bei mir spielt und ich denke, dass das eben in jeder Gesellschaft wichtig ist, so ein bisschen Heimatbewusstsein, haben wir das natürlich auch in unseren Texten ein bisschen verarbeitet. Nicht mehr, nicht weniger. Deswegen schätzen wir trotzdem jedes Volk und jeden Menschen dieser Welt genauso wie auch uns selbst. Aber wie gesagt, ja, auch ein neuer Song sagt, selbst ein Baum ohne Wurzeln kann nicht bestehen. Auch auf dem aktuellen Album Gegengift findet sich wieder ein Song zu diesem Thema. Im Stück Wahre Werte beschäftigt sich Philipp ein weiteres Mal mit seiner Heimat und mit der Rolle der deutschsprachigen Minderheit in seinem Land. Lichter und Schatten, undefinierbar, woher sie kommen, Formen und Spalten, die dein Ich-Gefühl zurückerstatten, Geräusche und Winde, die dich umgeben und unheimlich wirken, Höhen und Tiefen. Laden ein zum Genießen. Tatsache ist, dass Südtirol schon seit eh und je ein hart umstrittenes, umkämpftes Land war. Tatsache ist, dass die Faschisten damals unter Mussolini ganz Südtirol italienisieren wollten und unseren Urgroßvätern und noch weiter die deutsche Sprache verboten haben. Da, wo wir leben, da, wo wir stehen. Im Text prangert er den Umgang der Faschistenbewegung mit den deutschsprachigen Südtirolern an und kämpft für das Bewahren der Südtiroler Kultur. Für uns Minderheiten eine Herzenssache. Und man letzten Endes in Südtirol und in Italien immer noch der Auffassung ist, dass faschistisches Gedankengut, dass faschistische Bauwerke erhalten bleiben sollen, was natürlich uns Südtirolern überhaupt nicht passt und komplett gegen den Strich steht. So zum Beispiel das Siegesdenkmal in Bozen, welches immer noch auf Latein einen Schriftzug beinhaltet, auf dem steht, wir brachten den Barbaren, also uns Südtirolern, die Kultur und so weiter und so fort. Das, was ich meine. Im dazugehörigen Video werden Protestaktionen der deutschsprachigen Minderheit für Frieden und gegen faschistische Relikte in Südtirol gezeigt. Die Protestierenden stehen dabei einer Schar gegen Demonstranten und den verschlossenen Augen der italienischen Justiz gegenüber. Wo soll das hinführen? Hier